Ach, großartig. Meine Aufnahme ist zwischendurch ausgegangen im Übrigen. Mal so als cool. Frage, weil ich das noch nicht weiß. Wie stressig sind Bären? Sehr stressig. Ja, sehr stressig. So mit, ich bin gerade gelevelt. Und ich wollte nur nochmal, also falls ihr das mitgekriegt habt, ich nehme glaube ich jetzt erst auch meine Aufnahme rumgespackt. Ach dann, hallo. Hallo, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen auch den Zuschauern der Frau Pommesgabel hier bei uns. Bei uns. Es läuft heute alles super und prima und bin gerade in den Kaktus gerannt. Das ist super toll. Ich bin hier mitten in der Stadt gespawnt. Ich würde sagen, du bist direkt nochmal tot, was? Städte sind nie gut. Dörfer sind okay, Städte sind nie gut. Ich möchte hier einfach nur weg. Ach ja. Oh, aber ich habe einen Pokal gefunden. Ich renne mal weiter in irgendeine Richtung. Dinge, die man auch tun sollte, seinen Bogen laden, wenn man schießen möchte. Das ist richtig. Ist es noch so, dass... Ach ja, das steht ja auch da, dass wenn man was dabei hat, was die Zombies riechen, dann... Dann stinkst du. Ja, wie schmeiße ich das dann raus aus dem Inventar? Wie war denn das? Ich glaube, da gibt es immer nur so ein ganz kleines bisschen Platz unten, also unter der Leiste auf jeden Fall irgendwie. Ich hab daneben geschossen. Ich kann irgendwie mich heute nicht... Wie mache ich mir Pfeile? Brauche ich dafür immer noch Federn? Federn, ja. Federnstein und ein... Ein Stick. Ein Stick, genau. Und die Frage, irgendwo in der Nähe kämpft irgendwas. Also ich bin's nicht. Bären prügeln sich auch gerne mal mit Zombies. Das ist cool. Ja, das sind ein Bär und ein Zombie. Ich nutze die Gelegenheit, um neben ihnen vorbei in die Wüste zu rennen. Ich wollte gerade sagen, einfach mal machen lassen. Wer von euch jetzt ist eigentlich der Linke und wer ist der Rechte unten auf meiner Links? Das weiß ich nicht. Aber ich habe gerade festgestellt... ich bin am Rande der Stadt. Ich bin aus der Wüste raus. You are infected. Yay, das heißt, du brauchst Antibiotika oder du bist innerhalb von 3 Tagen. Ich glaube, ist man dann tot? Bestimmt. Du bist irgendwas innerhalb von 3 Tagen. Aber ich war zum Glück schon am Stadtrand. Wo treffen wir uns jetzt eigentlich? Bei wem? Weil ich müsste dann... Bei Gabel. Bei Gabel, okay. Ich versuche einfach zu überleben, ne? Jo, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Renn ich überhaupt zu Gabel? Wow, ich habe ein verrottetes Sandwich gefunden. Nimm den Stein! Nicht den Falschen. Nee, ich renne Richtung Dock. Da ist Gabel. Läuft es dir schon hinterher, das Sandwich, oder? Ja. Geht. Besser als nichts. Das ist ja auch wirklich, das ist auch ein sehr entspannendes Spiel, ne? Es ist, man geht so ein bisschen spazieren, ab und zu tötet man mal wen, schießt daneben. Dann wird man von dem Bären... vernascht. Ich höre einen Bären. In der Theorie müssten die ersten Leute, die von Zombies angesteckt werden, doch eigentlich die Pazifisten sein, oder? Eigentlich ja. Kommt ja immer drauf an. Deswegen. Warum zur Hölle gehen die so ab? Hilfe! Wer? Die Zombies. Die mögen dich. Die finden dich super sympathisch. Erotisch. Das auch. Erotisch. Die haben mich einfach in die Wüste gehen zu lassen, verdammt. Bist du jetzt in der Wüste? Ich hab ein Schwein gefunden. Bist du jetzt gerade in der Wüste irgendwo? Das ist ja neu. Keine Pfeile mehr. Ging denn das an? Gut, ich habe 5 Pfeile und einen Bogen. Boah, du bist ja krass. Ich lauf einfach mal, ne? Also, nehm mit, was nicht nagelfest ist. Neue Sachen craften. Lauf einfach weiter geradeaus. Überall tappert's hier. Oh Gott. Ich hab 2 Eier gefunden. Was wollte ich denn hier? Wie benutze ich den Bogen? Hab ich auch schon. Du musst ihn erstmal laden. Mit R. Und dann kannst du ganz normal, also mit Rechtsklick zielen und mit links dann halt schießen. Und wenn du dich hinsetzt, hast du auch ein bisschen bessere Zielhilfe. Es ist allgemein nicht so genau. Puh. Und umso weiter weg die sind, desto höher musst du zielen. Ist halt, ne? Yay. Logisch, eigentlich. Und man macht gar nicht so viel Schaden, wie man denkt. Ja, der Bogen macht wirklich nicht viel Schaden. Man kann sie in der Charakter erstellen, wie man möchte. Ich bin jetzt trotzdem wieder eine Frau. Stimmt, das ist, glaube ich, ein Bug. Es gibt auch einen Bug, dass jemand nur aussieht wie einfach nur schwarz ist von der Textur her. Oh, guck mal, wer ist da? Ach, da ist ja eine Gabel. Hallo. Hallo. Du siehst ja heiß aus. Danke. Sehr sexy. Dein Bauch besonders. Danke. Bisschen pixelig, aber sonst sehr heiß. Ich habe mir da schon ordentlich was bei gedacht. So, jetzt musst du mir ganz kurz ein bisschen nochmal Schützenhilfe geben. Ja. Oh Gott. Ich hasse mich für diesen Gag.
Nein, mir fehlt. Ich würde gerne einen Baum fällen und was dauert mit der Axt einfach ewig. Mit was dann? Und was fällt man dann? Also mit der Steinaxt. Achso. Ich würde gerne Antibiotika finden, aber ich glaube, dafür muss ich unendlich viele Krankenschwestern töten. Ja, oder Glück haben. Oder Glück haben. Aber beim Krankenschwestern wir töten. Wir kriegen das hin. Eben, wir sind doch voll die Pros mittlerweile. Ich meine, müssen wir überlegen, das ist die zweite Staffel. Also, ja, also wir müssten eigentlich. Eigentlich hängen wir schon hinterher. Wir müssten schon längst das Haus gebaut haben, ne? Also ja, ich würde auch vorschlagen, wir bauen uns selber ein eigenes Haus. Ja. Und es gibt da hinten ist ein Bär, soll ich auf den mal schießen? Nein, nee, ist das ein Schwein. Nein, bitte nicht, bitte nicht. So, ich zeige ihn jetzt eigentlich. Track. Ich track jetzt nochmal unter, den. Unter 50 Pfeilen niemals und zwei Personen niemals auf den Bären schießen. Das irgendwas hat gerade Boom. Ja, ich bin auf Level 3 aufgelevelt. Man levelt jetzt nämlich und wenn du Gegenstände herstellst, sind die abhängig, also die Qualität ist abhängig von deinem Level. Umso höher dein Level ist, umso eher hast du die Chance, was von einer besseren Qualität zu craften, herzustellen. Das wird ja voll realistisch, das Spiel. Ja, es ist auch leicht anstrengend, weil dann freut man sich so, hey, ich habe eine Spitzhacke. Hey, die ist voll scheiße. Aber also hey, man freut sich quasi ja, gar nicht mehr so richtig bei diesem Spiel. Ich renne gerade einfach mal in eure Richtung. Das sind die kleinen Dinge, zum Beispiel Minibikes. Ich habe awesome. Mais gefunden, ich habe nochmal Mais gefunden. Ich bin heute sehr, sehr... Mais. Ich habe den Bären gehört. Bären sind so fies. Das ist gar nicht mein Magen. Das ist auch gerade nicht mein Nachbar. Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir suchen uns ein bisschen Baumwolle zusammen. Warum? Damit wir uns den Schlafsack machen können. Also jeder einen. Ach, Schlafsack. Das ist der Bär. Ich trau mich gerade nicht. Ja, ich trau mich auch gerade nicht anzuhalten, weil ich befürchte. Ach, okay. Ah, ich bin der Bär gekommen. Oh, ich bin voll der Pro-Gamer. Sollen wir, achso, hier war es schon drin. Sollen wir in Richtung Dock laufen oder? Also ich. Ja, können wir ruhig machen. Wo war der Bär? Links. Also. Da so. Dein links, mein links. Ich weiß nicht, ich gucke in Richtung Dock. Mein links. Mein links in Richtung Dock. Cool, ich halte mich einfach mal rechts von dir. Ich nehme einfach mal hier die Baumrolle noch mit. Es geht nichts über einen guten Schlafsack. Der einen warm hält. Und einem, naja, am Leben hält ist auch nicht die richtige Formulierung, oder? Boah, der Bogen geht so schnell kaputt, das ist der Wahnsinn. Ich möchte einen besseren Bogen haben. Wollten wir nicht eigentlich irgendwie sowas mit einer Schweigeminute machen? Ach ja, richtig. Es sind ja heute 8 Monate, seit dieser eine Hansel One Direction verlassen hat. Also die anderen Hansels. Und deswegen wollten wir eigentlich eine Schweigeminute machen, dann haben wir aber vergessen im Eifer des Gefechts. Ich könnte jetzt einfach sagen, wir haben sie gemacht, nur ich habe ja erst später aufgenommen. Weil bei euch guckt da ja eh keiner. Ja, das ist richtig. Genauso machen wir das. Also die Schweigeminute, wer es verpasst hat, die haben wir rausgeschickt. Die war ganz am Anfang. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck von meinem Tee. Ich hack gerade sowieso mit meiner Steinaxt auf Steine ein. Wie man das halt so macht mit Steinaxten. Und was übrigens auch ganz interessant ist, okay, bei der Steinaxt ist es eigentlich egal, aber umso geringer deine Ausdauer ist, umso weniger Schaden oder also machst du halt an Gegenständen und das Gegnern. Ist gut zu wissen. Aber es ist irgendwie Scheißwetter hier, oder? Oder täuscht es? Oh, hier ist trocken. Ja, es ist trocken, aber der Himmel sieht so... Ja, da baut sich was zusammen. Also das. So ungut das Spiel manchmal funktioniert. Der Himmel ist schön. Meistens, auch nachts. Auch wenn man, glaube ich, die Sterne durch den Mond sehen kann. So, jetzt ist meine Axt kaputt. Es ist übrigens schon 2 Uhr gleich. Also es ist schon 2 Uhr, gleich kommt schon die Nacht, ja? Ja, also ich wollte mal darauf hinweisen, bin ich da schon gar nicht mehr gewohnt. 2 wird's Nacht, was? Ach, das stimmt, der Himmel. Nachts sind ja die Zombies hier voll... Voll fies und so. Ich hätte jetzt stressig gesagt, aber... Kommt aufs Gleiche raus, oder? Mehr Pfeile, mehr Pfeile, mehr Pfeile, mehr Pfeile. Achso, wenn ihr sterbt, verliert ihr übrigens nur... Ist jemand, ich weiß nicht, ja, hallo, ich bin das, ich bin das. Ah, du bist übrigens schwarz. Cool. Du, bei dir fehlt, glaube ich, die Textur. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Ich wollte gerade sagen, das hatten wir irgendwie, als wir unsere... Ich weiß nicht, wie viele Versuche wir jetzt schon gestartet haben, das Spiel endlich mal zusammen aufzunehmen. Ja, komm, das stimmt schon waren, 20? Ja, höchstens. Also jetzt müssen wir jetzt... So schlimm war es nicht. Ja, aber es hat, also, ich glaube, 3-mal haben wir es schon versucht, oder? Mindestens, ich sollte mal so ein bisschen in eure Richtung rennen, ne? Ich habe übrigens gerade Duct Tape gefunden. Damit werden wir die Zombie-Apokalypse garantiert überleben. Das brauchen wir auf jeden Fall fürs Minibike, habe ich mir sagen lassen. Duct Tape.
Ich habe ja gesagt, wir sollen Liedchen singen. Wer ist denn dieses dürre Ding da? Dieses dürre, dunkle Ding, meinst du? Das dürre, dunkle Ding. Und ich schäme mich immer noch dafür, dass ich wahrscheinlich die Einzige bin, die sich einen normalen Charakter erstellt hat, oder? Ach. Alles sexy. Was kann ich denn jetzt hier nochmal machen? Oh. Du musst das im Profil sehen. Ja, du hast die gleiche Nase wie ich. Nur ist mein Charakter leider schon. Nur nicht so schön. Warte mal, halt an. Nee, du hast quasi keinen Unterkiefer, aber eine sehr platte Nase. Ja, übrigens dafür, dass wir irgendwo hingehen, wo wir looten können. Weil früher oder später wird uns das Essen ausgehen. Das stimmt. Aber Quatsch, wir essen einfach Zombies. Du meinst, das funktioniert also so? Ich bin auf einer strikten Keine-Zombie-Essen-Diät eigentlich. Ja, und den Maiskolben, den wir haben, den können wir nicht zum Essen, den können wir so für die Bespaßung nachts verwenden, wenn es uns langweilig wird. Ich glaube, ich möchte nicht mit euch zusammen in... Also... Ey, Moment mal, ich habe einen Plan für eine Zombie-Apokalypse, ja? Und dann schieß los. Gut, der Baum fällt ja richtig. Ich wollte gerade sagen, passt auf mit den Bäumen, die können euch mittlerweile erschlagen. Oh. Also, wenn... Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wie das so abläuft mit dem, wo die so hinfallen. Aber es kann wehtun, wenn sie auf dich fallen. Ich hau jetzt einfach mal. Oh. Aha. Aber cool. Das ist ein Hirsch. Ein Hirsch? Ein Hirsch. Das Tolle daran, wenn man schon infiziert ist, ist ja, man... Man kann nicht infiziert werden. Ich weiß, was ich tun wollte. Ich kann quasi tanken. Wollen wir noch mal gucken, ob der tote Chili da Antibiotika hat, sie nicht. Ist das Antwort genug für dich? Das ist übrigens Gabels Nachbar. Gabels Nachbar hat eine neue Bohrmaschine. Und er liebt es, sie auszuprobieren. Wenn du mal guckst, da hinter dem Baum, hinter dir. Also da liegt eine Krankenschwester, die habe ich erschlagen, noch nicht gelootet. Vielleicht hat die Antibiotika. Oh, ich liebe meinen Nachbarn nicht. Die hat ein leeres Glas, das ist ja auch schon mal was. Oh. Besser als nichts. Oh, ich habe gerade einen Headshot verpasst. Was, du schießt schon? Ja, ich will... Ach, mit dem Bogen. Ja, klar. Mit was sonst? Ich dachte, vielleicht hast du schon eine Gatling gecraftet oder so. Ich bin dabei. Ich stehe kurz davor. Aber ich glaube, wenn ich eine habe, dann werde ich erstmal bei meinem Nachbarn vorbeigehen. Woraus kann man denn gut bauen? Also ich habe jetzt hier so ein... Oh. Und was? Ja. Ich möchte das ganz kurz einmal ausführen, ja? Es ist der 5000. Versuch, was aufzunehmen, weil erst der Nitrado-Server nicht funktioniert hat. Ja, und wir konnten nicht auf den Server joinen, wir konnten das Spiel nicht starten, weil es bei mir eine Zeit lang immer nur abgestürzt ist. Ja, wir haben alles probiert. Aber es hat nichts geholfen. Dafür wurde es dann noch mal. Ja. Dafür haben wir jetzt wenn es mal klappt, haben wir direkt den bohrenden Nachbarn. Ne? Zu Uhrzeiten, wo man eigentlich nicht, wobei, man darf noch bohren, aber... so spät, was ist das hier eigentlich? Das ist 3:30. Nee, wo du hier drauf klopfst. Kohle. Ah, Brauchen wir später für Schießpulver, aber jetzt habe ich mir so gedacht, für Fackeln wäre das ganz geil. Fackeln ist richtig. Weil so nachts sind Zombies unangenehm. Apropos nachts, wollen wir uns nicht vielleicht mal so in den Unterschlupf vielleicht? Ja. Ich weiß, was ich gerade getan habe. Kein Problem, ich baue mir einfach eine wooden Shovel. 2, 4, 6, 4 Kochen. Ich crafte gerade Cloth Fragments, das ist ein sehr schwieriges Wort. Wie heißt das Ding? Schlafsacks? Nee, Sleeping. Hast du genug für einen? Sonst, ich habe nämlich zwei, dann kann ich hier dem lieben Herrn Asrata eingeben. Das wäre sehr lieb, ich habe nämlich überhaupt keine Bombe quasi. Ich könnte noch einen zweiten aufbauen, ne? Kann ich den jetzt hier einfach in die Pampa schmeißen? Du kannst den einfach in die Pampa schmeißen, das heißt, wir würden hier dann immer wieder. Ich leg meinen einfach mal hier hin, ne? Ah, da gräbt sich schon jemand an Grab, das ist cool. Und jetzt wollte ich Fackeln machen. So? Ja, ich dachte mir, wenn wir schon untergehen, ne, dann... Dann mit Stil, dann gleich mit selber begraben und so. Wie war das mit Drehen? Nee, mit Mausrad? Nee. Warte mal, Platzierentuber mit Rechtsklick und dann mit der, also mit der anderen Maustaste, als mit der du legst. Ah, okay. Ich hab jetzt mal einfach gelegt. Ich stell einfach mal ein paar Fackeln auf, ne, so...
vorsichtshalber. Ich crafte mal ein paar Woodframes, hey, oder sowas mal vielleicht. Ich mach einfach. Ach ja, Woodframes, da, so ging das ja, mitbauen. Ja, da war doch was. Ich verteile mal großräumig, ne? Erstmal muss dann mache ich wohl mal Planks, ne? Was? Woodplanks, ja genau, da bin ich gerade dabei. Ich hab nicht wirklich Holz. Ja, ich habe auch. 4 habe ich da gekriegt, 64 Planks raus. Ja, ich habe. Ich hab 8 Planks. Ach, jetzt kann doch mal hier so, Wir können übrigens, ich kann sagen, eure Sachen dann zwischendurch immer mal reparieren, ne? Eure Steinachs und so und Zeugs. Ja. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon ging, als wir das letzte Mal gespielt haben. Da mussten wir, da waren die Dinger noch von viel besserer Qualität. Ja. Glaube ich. Ja, früher war wirklich alles besser, also jetzt, da war ja kein Vergleich. Jetzt sind die halt irgendwie nur noch aus dem Ikea. Das sind hier irgendwelche Billiglohnland-Dinger. Ja, Doc, wo bist du gerade? Ich fäll hier gerade einen neuen Baum. Du fällst gerade einen neuen Baum. Ich fange einfach hier inmitten der Fackeln schon mal an mit Woodframes, ne? Ja. Cool. Also ich crafte jetzt erstmal 8 Stück, weil 8 Stück kann ich machen. Wie gesagt, ich mache einfach hier so, ne? Dann rennen sie wenigstens nicht und wir sterben langsamer. Und ich würde sagen, das Ergebnis dieses Crafting-Vorgangs sehen wir in der nächsten Folge. Ist schon wieder soweit. Das klingt gut, ja. Es ist, sind schon 20 Minuten rum und jetzt kommt ja so gerade der Abend. Das ist ein guter Zeitpunkt eigentlich, ne? Das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist eine gute Spannungskurve, ne? Ja, gute Spannungskurve. Wir machen das diesmal sehr professionell. So, genau. Bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Genau, tschüss.